braucht dann Smart Building auch andere Sicherheitslösungen? Nein, es sind nicht andere. Es sind eigentlich genau die gleichen, oder? Also im Wesentlichen sind es Komplexitäten, die steigen, dass man vielleicht andere Bedürfnisse hat. Es ist genau die gleiche Sicherheitslösung, die wir einsetzen, einfach im Kleinen, sage ich jetzt einmal. Und wenn natürlich Bedürfnisse steigen, dann nehmen wir die Lizenzen mit dazu, dann kann man auch wachsen. Oft erwachsen mit dem Betrieb zusammen, aber im Wesentlichen sind es genau die gleichen Softwarekomponenten. Das ist ja auch schön, oder? Wenn man etwas installiert hat, nicht, dass man da wieder etwas Neues muss kaufen. Wie muss ich mir die vorstellen? Ist das eine Software oder ist das... Ja, sie wären Suite, wie sie heisst, genau. Im Prinzip ist es eine Familie von Sicherheitslösungen, die eben die drei oder vier Disziplinen beinhalten. Das ist Access, Intrusion und Videoüberwachung und dann ist das Managementsystem noch mit dabei. Und das verbindende Element zwischen diesen vier Systemen ist eben die Surveillance Suite, also es ist eine Security-Software-Lösung. Und das Schöne ist eigentlich, dass wir mit dieser Surveillance Suite alle drei oder vier Gewerke damit bedienen. Also das heisst, wir haben die gleichen Ansichten, das gleiche GUI, die gleiche Bedienphilosophie. Und selbstverständlich verwenden wir das natürlich auch die gleichen Komponenten, die gleichen Technologien. Also das heisst, die Gewerke können eigentlich miteinander schwätzen und so ziehen wir eigentlich einen Mehrwert aus dieser Software raus, indem wir eigentlich die Gewerke miteinander kombinieren. Wenn Sie sich vorstellen, man hat eine Intrusions- und Einbruchanlage und jetzt gibt es einen Türaufbruch und dann gibt es einen Alarm auf dem Intrusionssystem. So, und jetzt gehen Sie dort schauen, sehen, oh, ein Alarm ist gekommen und jetzt müssen Sie noch zum Videosystem über, schauen, was sind denn da Bilder dazu und dann müssen Sie das quasi manuell synchronisieren, das ist ein bisschen mühsam. Und bei unserem System ist es einfach so, der Alarm wird weitergeschickt zum Videosystem und dann haben sie dann dort den Einbruchalarm und sofort auch die entsprechenden Kameras dazu, wo sie dann gerade sehen, was ist denn da überhaupt gelaufen. So, und wenn sie jetzt zum Beispiel sehen, ja, das war ein Fehlalarm, dann kann ich eigentlich gerade aus dem Videosystem aus den Alarm quittieren. Also ich muss dann nicht wieder zurückgehen zu der Zentrale vom Intrusionssystem, das quittieren. Und so kann man einfach Abläufe effizienter gestalten, Zeit sparen, Geld sparen. Ab wo fängt sich das schon an lohnen? Ja, also wenn Sie jetzt als Firma Sicherheitsbedürfnis haben und Personen oder Sachwerte wollen schützen, dann bin ich der Meinung, dann lohnt es sich eigentlich immer, dass Sie ein Sicherheitssystem installieren. Aber selbstverständlich, es ist natürlich davon abhängig, was man damit schützt. Also der Klassiker ist, wenn Sie eine Produktionsstätte sind mit Prostitutionsstrassen und jetzt haben Sie durch externe Einflüsse Sachbeschädigungen in Ihren Staaten die Produktionsstrasse still, dann würde sich das wahrscheinlich in der ersten Stunde schon lohnen, wenn Sie ein Sicherheitssystem gekauft hätten. Oder? Also das ist so ein bisschen der Klassiker. Aber dann gibt es auch andere Beispiele, sogenannte Workflows. Stellen Sie sich vor, eine Firma, 500 Personen, sie haben ein paar Niederlassungen in der Schweiz und sie arbeiten in Zürich, jetzt müssen sie auf Bern gehen und jetzt müssen sie ein Zutrittsrecht haben für die Türen hinten links dort. Also, und jetzt wollen Leute jetzt an, also Leute am Standortverantwortlichen an, am Abteilungsleiter, gibt es vielleicht sogar einen Roomowner. Und dann habe ich den Roomowner mal herausgefunden, dann rufe ich den Mann, ist der noch krank und dann ist es natürlich einfach, wenn man einen Workflow hat, wo man sich einfach einloggen kann als Mitarbeiter, kann sagen, ich hätte gerne das Recht für die Selbsttüren dort, von dem bis dann, und dann wird das elektronisch übermittelt, er kann sagen, ja, nein, und dann ist es eigentlich in 5 Minuten erledigt, und sonst hampelt sie wahrscheinlich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde um, und das rechnet sich dann halt einfach wie 500 oder vielleicht 1000 Leute. Oder? Mhm. Und da ist es halt sehr individuell, ab wann sich das lohnt, also solche Workflow-Systeme in aller Regel nach einem Jahr, sind die amortisiert. Ja. Mhm. Aber man kann natürlich auch im Kleinen schon optimieren. Oder wenn man ein KMU ist, eine kleine Firma und hat vielleicht nur ein Zutrittssystem und jetzt jeden Morgen batche ich dort an der Tür, dann kann ich mir schon überlegen, Moment mal, also wenn ich schon jeden Morgen batche oder alle meine Mitarbeiter morgen batchen, dann kann ich auch eine Zeitenfassung erledigen mit dem. Oder? Wie gelesen wird ein Mitarbeiter, wenn ein System, wie man überall weiss, es sieht, es registriert, es... Ja, also grundsätzlich, wenn man will, wird man natürlich sehr gläsern. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man jetzt zum Beispiel ein Videosystem installiert hat und ein Zutrittssystem, dann sieht man natürlich alles. Also, Sie sehen, wann ist die Person wo gewesen,
wie lange ist sie auf der Toilette gewesen, wie lange hat sie Pause gemacht, wie lange in der Kantine. Stimmt es überein mit dem, was er bei der Zeitenfassung eingetragen hat und wenn er am Morgen gekommen ist. Und dann hat man noch das Videosystem, man hat sogar noch Bilder dazu. Man wird schon sehr gelesen, das ist ja so. Aber es gibt da dazu ja Datenschutzverordnung, die das eigentlich regelt, was man da drin darf machen und was nicht. Und wir als Hersteller von solchen Software, wir sind eigentlich schon unsere Verantwortung, dass wir die Mechanismen auch reinbringen, die in der Datenschutzverordnung verankert sind. Also da geht es um Verschlüsselungen, da geht es um Passwörter, um Berechtigungen, um Löschzyklen zum Beispiel. Und wir müssen die einfach einbringen. Also Privacy by Design ist jetzt da ein Stichwort. Also bereits in der Entwicklungsphase schauen wir, dass die Mechanismen drin sind. Und wenn man die als Kunde oder Betreiber auch befolgt, dann ist dann die Software nicht mehr so gläsern, oder? Das muss man dann schon erleben, entsprechend. Es gibt eigentlich so zwei Schlagwörter dazu, die da in der Datenschutzverordnung verankert sind. Also zum einen, wenn man jetzt so ein Gesichtserkennungssystem einsetzt, dann muss es verhältnismäßig sein. Also es geht eigentlich nicht, dass ich für einen Schwimmbadzutritt eine Gesichtserkennung mache. Das wäre unverhältnismäßig. Aber wenn ich natürlich den Zutritt habe über Gesichtserkennung zu einem Datencenter, dann ist es natürlich verhältnismäßig. Also ich muss ja wissen, wer vor der Tür steht. Das ist eine heikle Zone. Und der zweite Punkt ist eigentlich die Gewährung keiner Zweckentfremdung. Also der Zutritt zu einem Datencenter über Gesichtserkennung, das ist zweckdienlich. Aber wenn ich natürlich gleichzeitig noch schaue, okay, hat der noch eine Übertemperatur oder irgendwelche Krankheitssymptome, oder die Daten vielleicht noch an die Krankenkasse schicken, dann ist es Zweckentfremdung und das ist dann eigentlich die Verletzung von der Persönlichkeitsrechte. Und das zeigt eigentlich die Grenzen auf, was machbar ist und nicht strafbar ist. Genau. In einer Zeitreise, wie weit ist die schon oder wie weit kann sie sich noch entwickeln? Ja, also ich denke, sie ist sehr weit und sie kann sich auch noch weit entwickeln. Wenn ich vergleiche mit dem, was wir früher hatten, Einzelsystem, dann ist das schon ein riesiger Fortschritt, dass wir A, jetzt alles unter einem Dach haben und B, auch noch ganz genau gleich bedienen können. Also es gibt schon Sachen, die absehbar sind. Also das typische Schlagwort ist natürlich Cloud-Lösungen. Oder? Das heisst, dass man die Installationen, die Infrastruktur nicht mehr beim Kunden vor Ort installiert, sondern dass man das verlagert in die Cloud. Die ganze Datenhaltung dort oben macht, auch die ganze Verwaltung von der Software, eigentlich der Kunde befreit von der Infrastruktur und das irgendwo noch jemand anders hostet. Und da sind wir selbstverständlich auch dran, also da haben wir verschiedenste Lösungen, Video in der Cloud oder auch Access haben wir gewisse Lösungen schon, wo wir die Cloud oben können realisieren. Und dort wird die Reise sicher noch ein bisschen weitergehen, noch ein bisschen ausgeprägter werden. Künstliche Intelligenz ist natürlich auch immer ein Thema. Dort haben wir natürlich auch immer ein Auge drauf. Also das heisst, wir haben künstliche Intelligenz schon drin, in den Kameras. Aber da sind wir sicher noch nicht Ende der Fahnenstange. Ja, da wird noch einiges kommen. Ja. Ich habe ein Zutrittsmedium, einen Badge geklaut, irgendeinem Kollegen, und möchte in dem seine Firma erkennt zu, dass ich nicht der Eigentümer von diesem Badge bin. Nein, das erkennt sie nicht. Also, das erkennt sie so lange nicht, wie sie keine Verlustmeldung machen. Wenn sie aber dann eine Verlustmeldung machen, dann macht es Tag innerhalb von einer Sekunde. Dann wird die Karte gesperrt, kommen sie nicht mehr rein. Sie können dem aber vorbeugen, dass sie zum Beispiel sagen, gut, ich mache eine Kombination, einen Biometrieleser mit der Karte. Das heisst, ich muss zuerst Badge und den Finger anheben oder umgekehrt. Und dann können sie natürlich lange den Badge ihrem Kollegen stellen, klauen und badgen. Und dann müssen sie gleichzeitig den Finger anheben und das System merkt dann natürlich, der Badge passt nicht zu der Person. Dann kommen sie nicht hier. Wenn ich im 6. Stock arbeite und ich komme vom Parkplatz aus zu laufen, schickt mir die Suite schon den Lift runter und schickt mich nachher wieder in den 6. Stock rauf. Ja, das macht sie. Durchaus. Also das ist in Kombination mit der Liftsteuerung. Also wenn sie unten kommen, wird ihnen tatsächlich der Lift runtergeschickt. Und wenn sie dann dort herkommen, wenn es mehrere Lifts sind, wird ihnen auch angezeigt, welchen Lift dass sie nehmen müssen. Und dann können sie dort einsteigen und sie müssen nicht einmal badgen, dass sie in den 6. Stock kommen wollen. Das System weiss es schon. Ein Meier, jeden Morgen um 7:30 kommt, der will sowieso in den 6. Stock. Dann können sie einfach einsteigen und hochfahren. Und es kann aber auch auf die andere Seite ausschlagen. Es gibt sogenannte VIP-Steuerungen.
kann dann auch so sein, dass wenn dann der CEO unten reinkommt, dass sie dann auf der Fahrt angehalten werden, ausgeladen, und dann geht der Lift ab und holt dann zuerst den CEO. Ja, das, also das gibt es tatsächlich. Ja. Ja. Es ist Pandemie, ich arbeite im Homeoffice und logge mich ins Firmensystem ein. Erkennt jetzt die Suite, ob das tatsächlich ich bin oder ob sich jemand mit meinen Zugangsdaten einloggt? Ja, es wird da immer eine Verwechslung gemacht. Wir, Siemens, macht physische Zutrittssicherheitslösungen. Und der Zugang auf ein IT-System, das ist eigentlich logischer Zutritt. Und jetzt wird das immer ein bisschen verwechselt, weil man natürlich genau den Badge nimmt, wo man an der Tür badgt. Den steckt man dann auch entsprechend in den Laptop ein. Und der Clou ist eigentlich, es hat einen Chip drauf, einen goldenen Chip, und dort ist ein eigenes Zertifikat drauf, ein eigenes Betriebssystem. Und das ist eigentlich ganz eine andere Welt, da haben wir gar nichts damit zu tun. Aber um Ihre Frage beantworten, nein, Sie können nicht hier, weil das Zertifikat verlangt in aller Regel noch ein Passwort, und das werden Sie dann nicht wissen, oder? Da kommen Sie nicht hier. Ja. Ich bin irgendwo in einem Gang, wo sonst niemand ist, stolpern, bleiben liegen. Der Raum oder der Gang ist wieder überwacht. Kommt jetzt der gerade Hilfe für mich? Ja, also ist denkbar, sage ich es mal so. Also wir haben ja Videoanalyse in unserem System drin. Und die Videoanalyse ist eigentlich in der Lage, verschiedenste Bewegungsmuster zu detektieren. Und ein Bewegungsmuster ist auch, dass jemand am Boden liegt. Also typischer Fall zum Beispiel in Spitälern oder Altersheim zum Beispiel. Da hat es natürlich betagte Leute, und das kann immer wieder passieren, dass Leute umgehen und dann vielleicht über eine gewisse Zeit liegen. Ja, das wird detektiert und dann wird Hilfe angefordert. Ja. Das ist durchaus ein Szenario, wo es gibt und denkbar ist, ja. Mhm. Ja. Ich bin Sicherheitsbeauftragter und wundere mich über die höhere Zahl von Bagatellunfällen im Betrieb. Ja, was kann da Zivilen dazu beitragen? Ich kann sie auch helfen. Ich habe vorher von diesen Workflows geredet, dass man Berechtigungen beantragen kann für gewisse Räumlichkeiten. Und es ist nicht nur der Raumowner, der sagt, mal, du darfst die oder nicht, sondern man kann in diesen Workflows auch Zertifikate hinterlegen. Also ich kann eigentlich prüfen, ist der Mann geschult für die Zone. Dort hat es vielleicht Produktionsmaschine drin oder Gabelstapler, einfach auf irgendetwas, wo man eine Ausbildung muss haben. Und ich komme dann dazu natürlich nur rüber, wenn meine Zertifikate noch gültig sind, und wenn halt eben nicht, dann kann der Raum ohne noch lange sagen, du darfst hier, aber das System merkt, nein, das Zertifikat ist abgelegt, du musst zuerst die Schule wieder machen. Und so kann es eigentlich schon helfen, dass man Bagatellunfälle vermeiden kann. Ja. Absolut. Und ich bin krank, ich habe eine erhöhte Temperatur und komme trotzdem ins Büro. Mhm. Was passiert? Ja, wir haben sogenannte Thermal Shield Lösungen, also die messen die Körpertemperatur. Gerade jetzt da zu Covid-Zeiten haben wir auch zwei installiert bei uns, zu Testzwecken auch. Und das sind Thermalkameras, die ihre Körpertemperatur messen. Und wenn sie dann nicht in einer gewissen Range sind, sondern eben zu hoch, dann zeigt das entsprechend an. Und das kann man dann auf unterschiedliche Art und Weise handhaben, entweder Eigenverantwortung. Okay, ich bin zu hoch, ich gehe wieder heim. Oder oftmals sind die Systeme irgendwie mit einem Empfang platziert. Der Herr oder die Dame, die dann dort ist, wird das mitbekommen und sagen, ja, kommen Sie doch morgen wieder, gehen Sie heim. Also, sie werden da zurückgewiesen. Also, man kann das auch noch ein bisschen härter machen und halt bei einem Drehto wirklich sagen, blockiert, jetzt kommen Sie nicht hin. Ja, also, die Möglichkeiten gibt es durchaus. Ja. Ja, eine heikle Frage. Ich habe eine Waffe im Rucksack oder Sprengstoff. Mhm. Sie wären zu weit, kann das selbstverständlich nicht detektieren. Für das braucht es Metalldetektoren oder Sprengstoffdetektoren. Und wenn es so ein Bedürfnis gibt, zum Beispiel der Flughafen Zürich würde anfragen, dann würden wir dort natürlich auch koppeln mit so einem System. Oder? Also dann würden wir dort einen Metalldetektor aufstellen und der würde eigentlich die Scanning durchführen. Aber der Alarm wird nachher zu der Surveillance weit übermittelt. Und wir gehen dann eigentlich so weit, dass wir vielleicht in unserem Surveillance-Control dann den Bediener unterstützen. Und, also das ist dann eine Stresssituation und auch Anleitungen geben, was er jetzt zu machen hat. Also wir scannen selber werden wir nicht können machen, aber wir können eine Einbindung von diesen Systemen machen und holen uns eigentlich so die Funktionalität und die Bedienung kann dann also durchaus aus unserem System heraus passieren.
Dann ein Thema, es ist eigentlich schon lange ein Thema, Gesichtsüberwachung, Mimik. Man hat ja mal gehört aus gewissen Ländern, dass also Videoaufnahmen mit Bart durchaus in eine andere Kategorie von Kontrolle geführt haben und sowieso potenzielle Attentäter, genau. Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben ja auch KI bei uns in unserem System drin. Das geht genau in Richtung KI, die ganze Gesichtserkennung. Wir haben das auch, wir haben es vielleicht nicht so ausgeprägt, wie das bestimmte andere Länder haben. Also Israel ist natürlich ein Land, wo solche Algorithmen stark forciert. Die haben natürlich auch ein anderes Gefahrenpotenzial, als wir das hier haben. Wir haben Gesichtserkennungen, wir haben aber sicher nicht in dem Ausmaß, wie das vielleicht Israel hat. Bei uns, wie gesagt, das Gefahrenpotenzial ist ein anderes. Wenn das jetzt ja, der Flughafen würde wollen und das auch würde gerne prüfen, dann wäre das Algorithmen, die man würde zukaufen und über Plugins implementieren. Das ist schon denkbar. Aber heute so in diesem tiefen Grad haben wir das nicht drin. Genau. Potenziell autonom operierende KI. Ja, eben. KI ja, aber potenziell autonom. Das ist wahrscheinlich so eine ethische Frage, sage ich jetzt mal. Also ich kann mir es nicht vorstellen, dass es so weit mal kommen wird. Aber wie gesagt, man weiß ja nie, was in Zukunft noch alles kommt. Im Moment ist es noch nicht autonom. Im Moment müssen wir es bedienen und wir entscheiden. Und was die Zukunft bringt, das werden wir dann noch sehen.